Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem HC Erlangen und dem THW Kiel. Zur Pause stand es 12:16. Das Endergebnis lautet 25:31. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich den Gästetrainer Philipp Biecher und unseren Trainer Michael Haas. Und wie immer geht auch heute das erste Wort an die Gäste. Herr Biecher, wie haben Sie den Sieg Ihrer Mannschaft heute gesehen? Ja, schönen guten Abend zusammen. Ja, im Vorfeld, das ist natürlich ein Stück Lotterie immer nach der Nationalmannschaftspause. Also ich habe die Jungs gestern zum ersten Mal gesehen und nach dem Training hat sich noch Sander oder abends abgemeldet. Anscheinend gibt es auch unter uns noch andere Krankheiten als nur Covid. Also daher, das passte uns definitiv nicht. Du musst ein bisschen umdenken. Und wir sind gut gestartet. Aber plötzlich hatten wir ein paar leichte Ballverluste. Die wurden gnadenlos bestraft von Erlangen. Und plötzlich standen wir mit minus 3. Und eigentlich war denn mein Plan, in diesen sehr intensiven Wochen, was wir vor uns haben, sich etwas ausdenken, wo man einen oder anderen Spieler ein bisschen schützen kann, aber trotzdem einen gewissen Druck weiter ausüben muss. Und damit haben wir mit dem siebten Feldspieler gespielt und das haben wir sehr, sehr gut umgesetzt, mit guter Abschlussquote. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir das Spiel gut im Griff. Zweite Halbzeit starten wir wirklich sehr gut. Nochmal machen wir gleich zwei schnelle Tore. Die Jungs waren beruhigt und haben wir den Druck, was sich sicherlich Erlangen vorgenommen hat, was sie sehr gut auch gegen Magdeburg gemacht haben, die zweite Halbzeit. Das haben wir ein bisschen weggenommen. Ja, am Ende wieder ein paar leichte Ballverluste von unserer Seite. Aber ganz im Großen bin ich heute wirklich sehr zufrieden. Nur hoffe ich, dass die Verletzung von Patrick nicht so schlimm sein wird. Und muss ich mir das nochmal angucken. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Hassan, ihr habt heute mit 6 Toren gegen den Rekordmeister verloren. Konntest du trotzdem auch etwas Positives heute aus der Niederlage ziehen? Ja, guten Abend zusammen. Erstmal Glückwunsch an Philipp und THW. Das war, glaube ich, ein sehr verdienter Sieg. Jetzt gerade ab Ende der ersten Halbzeit war das eine souveräne Vorstellung. Ich bin aber nicht unzufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Sie haben viele Dinge gut gemacht. Viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, haben von Anfang an gut funktioniert, sodass wir, glaube ich, auch zu Recht 7-3 in Führung waren. Haben das dann ein bisschen zu schnell wieder hergegeben. Und ja, dass wir mit minus 4 in die Halbzeit gehen, war dann ein bisschen ärgerlich. Wir hatten heute zwei große Probleme und das war das 7-6 Spiel von Kiel und die 3-2-1 Deckung, wo wir von Anfang an nicht diesen Touch gefunden haben und diese guten Entscheidungen getroffen haben, sodass wir dann immer etwas unsicherer geworden sind und Kiel immer stärker in ihrer Deckung. Und dann wurde es irgendwann schwer. Die Tore, die wir dann gemacht haben, waren teilweise gut rausgespielt, das haben wir gut gemacht. Und ja, als wir dann aber zweite Halbzeit mit minus 6-7 zurück waren, war das Spiel im Prinzip ein bisschen gelaufen, aber ich muss sagen, meine Jungs haben das gut gemacht, haben sich nicht aufgegeben, haben weiter versucht, besser zu werden und sich weiter einzuspielen. Auch die jungen Leute, die gespielt haben, weil in nächster Zeit können wir einfach nicht mehr viel trainieren. Wir haben sehr viele Spiele im Mai, deswegen, ich glaube schon, dass wir insgesamt wieder einen Schritt nach vorne gekommen sind. Aber trotzdem ist es immer ärgerlich. Ich bin natürlich unzufrieden, dass wir am Ende doch mit 6 Toren verloren haben, weil ich glaube, dass nach der Anfangsphase etwas mehr drin war. Ich bin ab sofort ein Verfechter davon, dass die 7-6 Regel wieder wegkommt, weil wir das heute einfach nicht geschafft haben, ordentlich zu verteidigen, wo man einfach auch sagen muss, dass Kiel da eine enorme Qualität hat in Entscheidung und Abschluss. Das haben sie einfach gut gemacht. Dankeschön. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Ja. Herr Haas, Sie haben es selber angesprochen, 7-4 war, glaube ich, die Führung nach etwa 10 Minuten. Ganz ehrlich, hofft man da insgeheim vielleicht doch, dass was geht, auch wenn der Weg noch weit ist natürlich in diesem Spiel. Aber wie sehr pocht in dem Moment das Herz und man denkt, man könnte vielleicht was mitnehmen? Natürlich denkt man, okay, wir sind im Spiel, es läuft alles einigermaßen nach Plan. Wir haben viele Dinge, auf die wir uns vorbereitet haben, haben funktioniert. Wir haben es geschafft und das ist vielleicht das Positivste. Wir haben es geschafft, dass eine Weltauswahl wie der THW Kiel gegen uns 7-6 spielen muss. Aber ich
das ist halt am Ende ein Ergebnissport. Das hilft uns nicht. Es war dann auch so die Nachricht, dass Sander Sargosen nicht spielt. Mag erstmal positiv klingen aus unserer Sicht, aber ich hatte ein bisschen Sorge, dass dann andere, wie zum Beispiel Domagoj Duvnjak, wieder in die Bresche springen, und das haben sie gemacht. Weil sonst, wenn Sargosen gespielt hätte, wäre einigermaßen klar gewesen, was kommt. Bei Ihnen dürfte Janis Bojak spielen. Der hat seine Sache am Ende sehr gut gemacht. Ich habe gerade nachgeschaut, 8 Paraden und über 40% gehalten. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Ja, das war ein sehr guter Auftritt. Er muss halt jetzt in die Bresche springen, solange Clement Verlin verletzt ist. Der hat das heute sehr ordentlich gemacht. Ich glaube, er kann da sehr stolz drauf sein, gegen THW Kiel 8 Bälle gehalten zu haben, glaube ich. 8,5. Ja, das war ein guter Auftritt. Wir werden ihn wahrscheinlich brauchen in den nächsten Wochen. Wir haben sehr viele Spiele. Und er ist unser zweiter Torwart jetzt gerade. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Und dann sehen wir uns alle schon am Sonntag wieder um 16 Uhr, wenn der HCR lang hier zu Hause gegen die Eulen Ludwigshafen ran muss. Dankeschön.